Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Radio Thüringen. Aktuell bringen wir unsere Gerätschaften zum Hof. Wir kaufen ein bisschen Ware vom Lager. Aktuell Weizen, so die Teil-AG. Wir müssen ein bisschen die Zeit überspringen, weil der Boden noch so kalt, die Luft ist auch noch so kalt. Also wieso der Boden, wenn er warm wird, ne? Oh, neu lackieren, das geht auch. Aber wir lackieren heute nicht. Lackieren ist eine neue Methode. Das heißt, der Lack, der bleibt schmutzig. Er wird stumpf, sagen wir so. Er wird Fleischspuren haben und die werden sich immer häufiger verschlechtern. So, jetzt werden wir den gleich mal irgendwo hinstellen, wo er nicht stört. Oh, es gibt Geld, ja. Den stellen wir hier auf der Wiese, wo wir später eine Halle hinbauen werden. Jetzt haben wir den anderen Drescher, Pickup nicht, später. Scania, und den LT-Tacker werden wir schön meiden. Aber die Übung stoppen, laufen lassen. Das ist der Chip-Tuning. E-Lock. Andere Kalke. BKH ist leer. Drescher. Das hatten wir beim letzten Ende noch stehen gelassen. Weil die Zeit um war, jetzt haben wir die Betten aufräumen, wie gesagt. Solange die Bodentemperatur bei 3 Grad plus ist, werden wir mit keiner Aussaat beginnen können. Boah, da ist schon 59%. Das ist ja so kaputt. Das war nur ein Acker. Wahnsinn! Oh. Ich wünsche alle einen schönen Samstag, habt ihr das passt? Ich habe noch nicht aufgeschrieben, muss den Kopf machen. Ich danke trotzdem auch schon mal allen fürs Reinschauen. Wir räumen heute erstmal ein bisschen auf, Maschinen warten, reparieren und den werden wir auch tanken. Ich habe das Gefühl, als wenn die leer gelaufen sind im Umstand. Also mal sehen, ob das so reell ist, ob das Absicht ist. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Mal schauen, wann die Karten ready gemacht werden. Wenn ich die Marsch aufnehme für die Woche darauf, ab Montag, also ab übernächsten Montag von mir, ist das eine zweite Urlaubswoche, dann vielleicht ist dann schon die Karte Season ready. Wenn nicht, werden wir Gras ernten, weiter ernten, weil Gras ist nicht ganz so dramatisch. Da können wir auch notfalls mit Grasmähen beginnen und dann als zweite Frucht entsprechend, was ist Soja oder Sonnenblumen. Das können wir alles machen. Oh, hat geklappt, aufladen.
voll tanken, weil ich die Hüse jetzt sehe. Und der ist ja sowas von leer. Pulling, Tag 2. 7.09. Ja, 500 Euro bezahlt, ne? Für tanken. Auch nicht schlecht. Hackt er noch fest. Vorne haut er auch Tank so leer. Bisschen gestaffelt. Oder auch nicht. Ja, der war Tank auch leer. Den tanken wir auch voll. Denn was ich nicht möchte, ist unterwegs an einem Feld, dass ich nachtanken muss. Wenn wir eh schon im Hof sind, dann können wir voll tanken. Der hat ein bisschen weniger gebraucht. Sparsamer neuer. Könnte sein, ich weiß es nicht. So. Wir brauchen einen anderen LKW, beziehungsweise wir haben noch mehr zu holen. Unseren Sprinter. Und den anderen noch mit Überladerwagen. Wobei ja die Fragen kommen, gestern zu Ende, da kam die Meldung vom Glas, Gerätschaften und Maschinen, ja, ist fein. Das macht die Sache ein bisschen breiter. Aber wenn wir noch Geduld haben, bis Oktober, haben wir noch Zeit. Den brauche ich nicht reparieren und Volltanken auch nicht. 18.000 Einnahmen. Da habe ich alles gekauft. Na jetzt aber. Wurde zweimal gemacht. Komisch. Steckt nicht drinne. Da haben wir eine Garage rein, nehmen unseren Chaos-Faktor. So, dann haben wir noch ein zweites Fahrzeug zu holen. Der muss repariert werden. So, 51%. Gehen mal an, wie der aussieht. Ist ja schlimm. Anzusehen. Oh. Wilder Fahrer. Ja, die Brunnenmotor erhöht sich nicht mehr, gut, bei 0 Grad kann sich wieder warm, ne?
Fahrenszeit Faktor 1, wir werden auf Faktor 5 hochgehen. Von der Zeit. Solange wir nie aussehen, ist das nicht tragisch. Dann werden wir auch mal eine Garage einfahren, aber erstmal nochmal reparieren. Noch wichtiger, Reparatur. Parken wäre nicht tragisch. Acht Tage, Temperatur. 1300. Lackieren. 5000. Wollen wir Ruin teilen? Und sollte vorher waschen, ne? Gewicht haben wir repariert. Na gut, Gewicht wird nicht tragisch. Machen wir im Menü. Bei Gelegenheit. Ja. Luft und Launa da ist. Mal waschen. Wenn wir die ersten Fahrzeuge alle waschen. Licht aus. Oh, das LKW. So, sauber. Den werden wir auch gleich reparieren. Also kommt kein Gegenverkehr jetzt. So, wieder repariert und sauber. Ich hoffe, dass er beim nächsten Einsatz nicht lange kommen muss. Aber düngen wir ihn brauchen. Aber ich glaube, der geht dafür gar nicht. Düngen wird schon gehen, aber halt ohne Pflegebereifung. Ne? Wir machen mal schön rein. So. Fast wie ihr kommt. So, erstmal in die Garage einfahren. Ja, mit Helle und
Da sind wir dann neben unserem Auto. Oder nehmen wir gleich den anderen mit weg. Überladefahrzeug. Das muss auch repariert werden. Beziehungsweise. Na, was brauche ich nicht? Kalk ist drin. Temperatur ist nicht notwendig. Unter 5% wird nicht repariert. Einer Ernte, leider ein bisschen viel mehr Konto voll. Hier wird eng. Fahren wir in die Garage rein. Ups. Ein bisschen mehr zurück. Da machen wir noch eine Ehrenrunde. Ah, komm nicht rum. Dann fahren wir anders. Durch den zweiten Silo. Aus. Fahren wir gleich rein. Na, du Sau. Und da staubt es ja. Faktor fahren wir in die Garage ein. Gleich daneben. Passt. Daran. Zweiter muss immer rein. Und dann kommen wir nicht raus. Hüpf. So, nehmen wir unser GGB, wie er auch gleich heißt. Ja, GGB. Und der muss auch gewaschen werden. So, das sieht aus. Ja, der hat ganzen Raps und den ganzen Hafer schön. Ich dachte schon, kommt der LKW. War scharf, vorbei. Bisschen waschen. Ja, mir war kalt wieder rein. Ne? Lohnzahlung? Achso, der Überfahrer, ich wollte gerade sagen, wer hat hier jetzt Lohnzahlung? Ist keiner am Acker tätig? Wie man so sieht am Gerät, ist schon Lackschäden da, ne? Aber Wahnsinn! Wer hat da was für so einen Schaden verursacht? Sieht ja auch gefährlich aus. Jetzt kann man den Namen nicht erkennen.
Also recht warm wird es nicht werden, ne? Oh, da weiß das alle. Lokomotive. Ja, der Weizen. Entweder weil er hier noch steht, steckt noch. Dann werden wir den Weizen wieder auskippen. Und auf die Gerste fahren. Kennen wir nichts. Das soll es gerade gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage aber danke. Dann sage ich mal Tschüss und Winke. Ciao, bis dann. Ciao.